ich möchte Sie zu einer kleinen Reise in die Fantasiewelt verführen. Da geht es um fiktiven Tierschutz. Ich habe ein Buch geschrieben, wo leider Gottes die Tierquälereien wirklich stattgefunden haben. Ich habe es im Internet recherchiert. Und meine Tierhilfe, mein Tierschutz, nur fiktiv ist. Man kann das leider nicht durchführen. Ich spende für jedes verkaufte Buch 50 Cent an den Tierschutz. Sie können mein Buch bei Amazon kaufen und Sie eingeben Amazon und dann auf der Startseite meinen Namen Aloysia Vanicek, landen Sie auch schon bei meinen Büchern und können bestellen. Der Umgang mit Tieren, ob aus Gedankenlosigkeit oder aus Sadismus, ist einfach unerträglich. Was macht die Justiz? Ein Tier ist eine Sache und der Tierquäler kommt meist fast ungeschoren davon. Viele Tierschutzorganisationen bemühen sich unaufhörlich um Verbesserungen. Sie erzielen wirklich auch kolossale Erfolge. Aber ich befürchte, dass der Mensch eine zu große Fehlkonstruktion Gottes ist, als dass es Besserung geben wird. Ich widme dieses Buch allen geschundenen Tieren in der Hoffnung, dass ihnen Hilfe zuteil wird. Ich bin eine ganz normale Hausfrau und Mutter und konnte irgendwann das unglaubliche Tierleid nicht mehr ertragen. Also habe ich alles über Astralprojektion studiert und geübt und geübt. Da ich immer schon sehr gut mit Tieren kommunizieren konnte, war es einfach, mit den Tieren in Kontakt zu treten. Mein Plan war, diesen Menschen, die ich in meinen Augen als Bestien betrachte, genau die Behandlung zukommen zu lassen, welche sie den Tieren antaten. Meine Tochter Sarah belehrte mich allerdings eines Besseren. Wenn du denen dasselbe antust, bist du nicht viel besser. Man kann nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Das wird irgendwann negativ auf dich zurückfallen. Und was hast du damit erreicht? Sie hatte absolut recht. Also beschloss ich, eine Tierschutztruppe auf astraler Ebene ins Leben zu rufen. Natürlich musste ich die Bestien spüren lassen, was sie den Tieren antun, damit sie bereit sind, sich zu ändern. Also greife ich zu mentalen Schmerzen, die keine Wunden und Narben verursachen. Eine verfallene Fabrik in sehr abgelegener Gegend, das Land ist egal, könnte überall sein. Zwei junge Burschen übergießen einen kleinen, entzückenden Hund mit Benzin und zünden ihn an. Ich höre seine Angst und Schmerzensschreie und bringe meinen Astralkörper zu dem Tatort. Schnell schnappe ich den brennenden Hund und wälze ihn im Sand. Anschließend nähere ich mich den beiden mit dem Hund am Arm. Sie können mich nicht sehen, da mein Astralkörper unsichtbar ist und ich mich nur, wenn ich es für richtig halte, zeige. Die beiden sehen jetzt nur den Hund in etwa einem Meter Höhe schweben. Der eine pinkelt sich an und der andere schreit mit weit aufgerissenen Augen. Man könnte meinen, der Teufel höchstpersönlich ist ihnen begegnet. Sie wollen fliehen. Ich halte sie aber mit meinen Kräften am Platz fest. Warum habt ihr das getan? Jetzt pinkelt auch der Zweite die Hosen voll. Sie kriegen vor lauter Schrecken fast keine Luft. Ich habe euch etwas gefragt. Oh, uns war fad. Aha, das gibt euch das Recht, ein Lebewesen zu quälen? Vor lauter Zittern können die beiden fast nicht reden. Ich lasse den beiden nun die Angst und die Schmerzen des Hundes mental fühlen. Sie schreien wie am Spieß. Nachdem ich es beende, schauen sie verwundert an sich runter, weil sie natürlich keine einzige Wunde haben. Oh mein Gott, wie kann das sein? Jammert der eine halb ohnmächtig. Bitte, ich will nach Hause, ich tue sowas nie wieder, keucht der andere. Jetzt materialisiere ich meinen Astralkörper, sodass sie mich sehen können. Habt ihr das schon oft gemacht? Nein, wir schwören es und wir werden es auch nie wieder tun. Bitte lass uns nach Hause. Mein Name ist Luisa. Ihr seht nur meinen Astralkörper. Ich bin sehr weit weg von hier. Ich habe die Schreie des Hundes gehört und mich hierher projiziert. Ich möchte ein Versprechen von euch. Alles, was Sie wollen. Wir werden uns einmal in der Woche treffen und ich bringe euch bei, Hilferufe der Tiere zu hören und euch so wie ich hinzubegeben und den Tieren zu verhelfen. Einverstanden?
Die beiden können von der Zither nur mit dem Kopf nicken. Sie bringen keinen Ton hervor. Gut, ich habe nämlich vor, eine große Truppe zusammenzustellen, um die Menschheit zur Vernunft zu bringen und die Tiere als gleichwertig zu betrachten. Wie wissen Sie, wann Sie uns sehen möchten und wo? Hört einfach nur auf eure innere Stimme. Und jetzt werdet ihr den Hund nehmen und ihn liebevoll pflegen und betreuen. Es muss euch klar sein, dass ich jederzeit weiß, was ihr macht und ob ihr gut zu dem Kleinen seid. Erst jetzt betrachte ich die Burschen etwas näher. Sie sind etwa 14 bis 16 Jahre alt, ärmlich gekleidet und offensichtlich nicht gerade gebildet. Wobei ich an dieser Stelle gleich betonen möchte, dass Bildung nichts mit Mitgefühl und Tierliebe zu tun hat. Ich übergebe dem Dunkelhaarigen den Hund und verabschiede mich. Ach ja, wie ist euer Name? Ich heiße Noah, antwortet der Dunkelhaarige zuerst. Und ich bin David. Okay, Noah und David, bis bald. Ich habe leider keinen Namen. Der Hund kommuniziert mit mir auf telepathischer Ebene. Hast du einen Wunschnamen? Ja, ich glaube, Feier würde zu mir passen. Ich muss lachen, denn trotz seiner Schmerzen kann der Hund schon blöd um. Ach ja, ich möchte, dass ihr den Hund in eurem Obhut nehmt. Ist das ein Problem? Nein, ganz und gar nicht. Wir werden gut auf ihn aufpassen. Mit großen, unschuldigen Augen sehen mich die beiden an. Fein, er möchte Feier genannt werden. Die beiden müssen lächeln und nehmen den Hund behutsam in die Arme. Wir werden gleich zum Tierarzt mit ihm gehen. Vergesst nie, dass ich mit Feier kommunizieren kann, auch über viele tausend Kilometer. Er wird mich also rufen, wenn ihr böse zu ihm seid. Noah drückt den Kleinen liebevoll an sich und flüstert ihm ins Ohr. Feier, es tut mir unglaublich leid. Ich weiß nicht, warum wir das getan haben. Wir werden alles wieder gut machen. Bitte verzeih uns. Kaum ausgesprochen schauen mich beide mit aufgerissenen Augen an. Ist es möglich, dass er geantwortet hat? Ich habe doch hoffentlich keine Wahnvorstellungen. Wie aus einem Mund kommen diese Fragen? Nein, ich kann euch beruhigen. Ihr könnt mit Feier reden. Glückselig strahlend machen sie die beiden auf dem Nachhauseweg. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt und Sie möchten die weitere Erzählung aus dem Buch wissen und würde mich freuen, wenn Sie es kaufen. Wie gesagt, Sie können es als E-Book oder als Druckversion bei Amazon kaufen und ich spende 50 Cent pro verkauften Buch an den Tierschutz nachweislich. Einfach im Internet auf Amazon gehen, in die Suchleiste meinen Namen Alois Jawanicek eingeben und schon sind Sie bei meinen Büchern gelandet und können bestellen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.